Hallo, ich möchte in diesem Video eine alternative Entwicklungsumgebung zu Visual C++ vorstellen und diese nennt sich Dev C++. Gehen wir auf die Hersteller-Homepage, Bloodshed Software und besorgen uns von hier dann erstmal über Download. Dann nochmal hier auf Dev C++, dann gibt es hier die einzelnen Versionsspezifikationen. Wir gehen hier unten dann auf Go to Download Page. Und hier dann erstmal die Voraussetzungen und unten dann die Downloads. Dann einfach auf einen Link hiervon klicken, das Ganze herunterladen. Ich zeige Ihnen hier nochmal, was Sie sonst hätten wählen können. Sie müssen dies hier oben wählen, da wir kein MinGW bzw. GCC installiert haben. Das können wir separat natürlich auch vornehmen. Aber hier in diesem Paket ist es schon enthalten und daher bietet es sich an, dann auch das hier zu wählen. Der MinGW zur Erklärung hat natürlich auch eine eigene Homepage und zwar mingw.org und MinGW ist nichts anderes als der Compiler für unser C++, also quasi mit unser Dev C++ haben wir unsere IDE und hier in dem Paket ist dann quasi MinGW schon integriert, daher haben wir dieses auch heruntergeladen und jetzt installieren wir einfach mal diese Anwendung hier. Sie sollten keine vorinstallierte DevCC installiert haben. Sprache soll hier einfach mal Deutsch sein. Das Projekt steht unter der GNU-Lizenz, also Open Source. Hier ist dann noch ganz wichtig, dass wir hier diesen MinGW-Compiler dann auch aktiviert haben. Und den Rest können Sie eigentlich so belassen. Dann einfach auf Installieren. Kurzen Moment warten. Jetzt werden Sie gefragt, ob für alle auf dem PC installiert werden soll. Nein. Und dann einfach mal das Programm ausführen. Beim ersten Start bekommen wir noch diverse Fenster hier angezeigt. Erst einmal die Beta-Version, okay. Dann hier nochmal die Sprache auswählen, Deutsch. Den Look können Sie wählen, überspringen wir. Jetzt werden wir noch gefragt, ob wir hier diverse Features haben möchten. Klicken wir einfach auf Ja. Und ja, wir wollen den Cache jetzt anlegen. Ja, dann dauert das hier auch nochmal eine kleine Sekunde. Ja, und nach getaner Arbeit klicken wir nochmal auf Okay. Und jetzt sollte Dev C++ hier auch geladen sein. Diese Tipps können Sie hier direkt ausblenden. Wir starten ein neues Projekt über Datei, neu Projekt, gehen hier auf Konsolenanwendung, warum es jetzt hier Englisch ist, weiß ich nicht. Wählen hier den Projektnamen aus und klicken dann hier auf OK. Werden wir gefragt, wo wir denn die .dev-Datei abspeichern möchten. Da legen wir am besten nochmal einen neuen Ordner hier an, SRC oder irgendeine solche Abkürzung. Dort dann die Datei einfach reinspeichern. Ja, jetzt haben wir hier unser Projekt, unser Main-CPP. Was jetzt eigentlich noch fehlt, ist das Kompilieren und Ausführen. Das geht hier über Ausführen und dann Kompilieren und Ausführen oder halt Shortcut F9. Dann müssen wir vorher die CPP noch abspeichern, also auch in den SRC-Ordner. Und wunderbar, Programm ist durchgelaufen und funktioniert wunderbar. Also, da ja viele hier mit Visual C++ einige Probleme haben, jetzt nicht mit dem Programm selber, sondern mit der Philosophie, werde ich jetzt hier demnächst auch dann hier dieses Dev C++ einsetzen. Und für die Unix-Leute soll das so oder so kein Problem sein, da diese ja eh den ganzen Tag in der Konsole arbeiten und außerdem von Hause aus schon der GNU-C-Compiler mit vorhanden ist und daher eigentlich nur noch ein Editor dort notwendig ist. Ja, also das hier zum Dev C++. Wir werden dann demnächst hiermit dann weiterarbeiten. Und so viel dann dazu. Okay.